Ich befinde mich noch immer 100 Kilometer vom Versteck der Hunde entfernt. Vom Turbo, sag adieu zu deinem Boss. Fallschirm ausklappen. Trickkiste klemmt. Den werde ich los. Hey Tom, kannst du antworten? Tom, bitte melde dich. Tom Turbo, bitte melde. Tom Turbo an Boss. Tom, du Armer. Jede Menge Störungen. Keine Sorge, Tom, ich schicke dir sofort den Turbokraftstrahl. Wir kriegen das schon hin. Mein Gefahrenwarngerät schlägt Alarm. Was ist in der Nähe? Der sieht auf den ersten Blick harmlos aus. Es könnte sich allerdings um einen verkleideten Gauner handeln. Gauner-Identifizierung. Los! Wer ist das nur? Ist das dieser Dr. Frankenschrei, Diamantenzahn, Fritz Phantom, Dr. Gruselklatz oder Rossum Robot? Detektive, auf welchen Gauner tippt ihr? Welcher Gauner hat sich da verkleidet? Schreibt euch den Buchstaben auf, der beim richtigen Gauner zu sehen ist. Ich weiß, wer das ist. Dr. Frankenschrei, der dich einmal schon fast zerlegt hat, Tom. Genau der. Richtig. Los, Tom, bleib, wo du bist und beobachte ihn genau. Fritz Phantom hat den Wurmlocherzeuger in Amerika gestohlen und ich habe ihn mir von ihm geholt. Wie praktisch. Boss, den Turbokraftstrahl schnell! Noch ein Gerät? Da ist ja noch einer. Und da auch. Und da wieder. Welcher ist denn jetzt der Richtige? Aktion Suchhunderettung startet jetzt. Ich hasse diese Unpünktlichkeit. Ich hasse es. Ich hasse Unpünktlichkeit. Ah, sind Sie eigentlich, Herr Hundeschock? Sie haben ein Problem mit Hunden. Oh ja, ich wünsche, dass diese Hunde hier nie wieder den Dienst bei der Polizei antreten. Kein Problem. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich gehe jetzt und Sie erledigen das. Sagen Sie, was werden Sie mit den Hunden machen? Das sage ich Ihnen lieber nicht. Aber die Hunde werden danach ganz still sein. Ich muss sofort etwas unternehmen. Die Hunde sind in Lebensgefahr. Dann gehe ich jetzt. Das denke ich auch. Mein Geld. Und nun zu euch, ihr elenden Kläffer. Zeit, dass die Welt von euch befreit wird. Ist da auch ein Hund? Nein. Ein Fahrrad mit 111 Tricks. Und das ist Trick 93, die Turbo-Schnarchwolke. So, den wären wir für eine Weile los. Aber bestimmt interessiert sich die Polizei für ihn. Du, die Polizei braucht vor allem jetzt die Suchhunde, Tom. Die müssen doch das Feuergift aufspüren. Ich werde die Hunde in die Stadt transportieren.
Per Wurmloch. Ja, los, befrei sie, schnell. Pleite, mein Turboschlüssel ist gestört. Irgendwo müssen doch die echten Schlüssel sein. Detektive, wisst ihr wo? Wo sind die Schlüssel zu den Hundezwingern, Detektive? Notiert euch den Buchstaben, der an der richtigen Stelle aufgetaucht ist. Boss, alle Hunde frei. Super, Tom, jetzt das Wurmloch. Ich schaffe es nicht. Diesmal machst du mir keinen Strich durch die Rechnung. Sie finden das Feuergift. Dann bin ich verloren. Wieso sind Sie überhaupt da? Wieso meldet sich dieser Versager nicht? Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, nein! Oh. Tja. Auf diesem fernen Planeten funktioniert Fritz Phantoms Handy nicht. Aber so hört er wenigstens nicht das Geschimpfe von Don Dynamit. Winkt nicht endlich wieder nach Hause! Nach Hause! Turbo toll gemacht, Tom. Aber Detektive, wenn ihr die 5 Fragen von heute richtig beantwortet habt, könnt ihr jetzt das streng geheime Codewort knacken. Lest die Buchstaben dazu von hinten nach vorne. Habt ihr den Fall gelöst? Gratulation. Aber jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, mitzuspielen. Ruft an und sagt das streng geheime Codewort auf den Anrufbeantworter. 0810 001 199 ist die Telefonnummer. Codewort und Gewinner der letzten Folge seht ihr im Teletext auf Seite 709 oder im Internet unter konfetti.orf.at. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Ihr bekommt für eure turbotolle Grübelleistung ein spannendes Buch und eine Detektivurkunde von Thomas Brezina. Nächste Woche sehen wir uns wieder beim nächsten Fall. Was das für ein Fall ist? Keine Ahnung. Aber in einer Woche wissen wir mehr. Detektive, bleibt auf der Spur.